Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 49. Das ist der Antrag der AfD, EU-Überregulierung stoppen und so weiter und so fort. Ich habe da die erste Wortmeldung des Antragstellers. Herr Bolldorf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler auf der Tribüne und werte Besucher! Der Europäische Gerichtshof hat am 14. Mai 2019 in einem Grundsatzurteil entschieden, dass alle Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Die EU Beifall ist hier nach meiner Meinung nicht gerechtfertigt, aber das nur nebenbei. Die EU-Mitgliedstaaten werden hierzu angewiesen, dies entsprechend in nationales Recht umzusetzen. Damit gab der Europäische Gerichtshof der Klage einer spanischen Gewerkschaft statt, die gegen ein Bankunternehmen mit dem Ziel geklagt hat, dieses zur Einführung eines Zeiterfassungssystems zu verpflichten. Meine Damen und Herren, selbstverständlich erkenne ich das Urteil des Europäischen Gerichtshofs mit dem gebotenen Respekt an, auch wenn ich es in der Sache für falsch halte und die Haltung der Richter nicht teilen kann. Auch die Haltung, dass nur durch ein Zeiterfassungssystem durchgesetzt werden könne, dass Arbeitszeitregeln eingehalten und der bezweckte Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet werde, ist mit Blick auf das in Deutschland bestehende Arbeitsrecht völlig überzogen. Richtig ist, meine Damen und Herren, dass der Europäische Gerichtshof bei der Aufforderung zur Umsetzung auf die Setzung von Fristen verzichtet hat und den Mitgliedstaaten den Freiraum gibt, entsprechende nationale Eigenheiten bei den jeweiligen Tätigkeitsbereichen von Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Und diesen Handlungsspielraum, der uns eingeräumt wurde, sollten wir auch in der gebotenen Sachlichkeit nutzen, denn diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf Deutschland und wird zu einem großen Mehr an Bürokratie führen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist dies nun mit zusätzlichen Kosten verbunden, denn ihnen fehlen oftmals noch das technische Inventar für die elektronische Erfassung der Arbeitszeit und eine entsprechend ausgebaute unternehmenseigene IT-Verwaltung. Es ist absehbar, dass Arbeitgeber zukünftig penible Kontrollmechanismen einführen werden müssen. Das, meine Damen und Herren, führt zu einem erhöhten Kontroll- und Überwachungsdruck, der ein großes Unbehagen nicht nur bei den Arbeitnehmern auslösen wird. Insoweit darf dieses Urteil kein Grund für blinden Aktionismus sein. Und der Gesetzgeber sollte sich den Sachverhalt in aller Ruhe anschauen und den gesamten Handlungsspielraum, den uns der Europäische Gerichtshof gegeben hat, auch so lange wie möglich nutzen. Und am Ende, meine Damen und Herren, muss eine moderate Reform des Arbeitszeitrechts stehen, die möglichst unbürokratisch ist und die monetäre Mehrbelastung für die Unternehmen so gering als möglich hält. Gerade für Hessen als exportorientiertes und wirtschaftlich starkes Land sind gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und eine möglichst klare und unbürokratische Gesetzeslage essentiell. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bedeutet jedoch für uns einen massiven Bürokratiezuwachs, der zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Nicht-EU-Ländern führt. Und für den Wirtschaftsstandort Hessen ist es entscheidend, dass auch im Personalbereich unkomplizierte und möglichst unbürokratische Regelungen existieren und gerade, und das ist uns ganz wichtig, den kleinen und mittleren Unternehmen nicht noch mehr Hürden in den Weg gelegt werden.
Wir bitten daher die Landesregierung, auf Bundesebene entsprechend aktiv zu werden und all den möglichen Handlungsspielraum zu nutzen, damit dieses Urteil zur Arbeitszeiterfassung mit der geringstmöglichen Belastung für unsere hessischen Unternehmen umgesetzt wird. Ein weiteres Bürokratiemonster, ausgehend von europäischen Entscheidungen, brauchen wir mit Sicherheit definitiv nicht. Für die AfD-Fraktion bitte ich um Verweisung in den zuständigen Ausschuss, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken für den Beitrag. Als nächstes darf ich Frau Bächle-Scholz von der CDU bitten, zu uns zu kommen und zu uns zu sprechen. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstens zum Sachverhalt. Der vorliegende Beschlussvorlag beschäftigt sich mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu einem Fall, der in Spanien spielt, und die Frage behandelt, ob spanisches Recht mit den in Europa geltenden Bestimmungen übereinsteht. Mithin geht es also um ein Thema, das Auswirkungen auf Spanien hat und vonseiten der spanischen Regierung bearbeitet werden muss. Von deutscher Seite muss nun geprüft werden, ob und inwieweit sich möglicherweise auch Auswirkungen auf deutsches Recht ergeben. Im Rahmen unserer föderalen Ordnung ist nun diese Prüfung und für gegebenenfalls notwendige Gesetzesänderungen der Bund und nicht das Land Hessen zuständig. Zweitens. Die Bundesregierung, insbesondere der zuständige Bundeswirtschaftsminister, hat mehrfach durch entsprechende Äußerungen klargemacht, dass er die Spannungsverhältnisse in diesem Bereich sieht. Auf der einen Seite haben die Arbeitnehmer ein Interesse daran, dass Arbeitszeit und auch Überstunden dokumentiert werden, also die Frage bearbeitet werden, die vonseiten des Europäischen Gerichtshofes angesprochen sind. Auf der anderen Seite, und auch dies hat der Wirtschaftsminister deutlich gemacht, gibt es ein Interesse, dass durch die Dokumentation von Arbeitszeit nicht neue Arbeitsplatzmodelle wie z.B. Homeoffice oder Arbeitszeitmodelle der verschiedensten Art verunmöglicht werden. Gleichzeitig wurde mehrfach auch durch den Minister schon darauf hingewiesen, dass die Dokumentation von Arbeitszeiten nicht Selbstzweck ist. Sie dient dem Schutz beider Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Daher gilt auch, dass der mit der Dokumentation verbundene Aufwand für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber in einem angemessenen Rahmen zu den Interessen der Parteien sich bewegen muss. Wir wollen also kein unnötiges Bürokratiemonster aufbauen. Und drittens. Die Hessische Landesregierung arbeitet mit dem Bundeswirtschaftsminister in diesem Bereich vertrauensvoll zusammen. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass hier ein zusätzliches Handeln des Landtages notwendig ist. Darum die Frage, warum soll der Landtag in einem gut, effizient und zielführenden Prozess eingreifen? Das Einzige, was wir hierdurch erreichen würden, wäre unnötiger Mehraufwand, und das will ja der Antragsteller verhindern. Was fordert die AfD? Wir sollen uns zu einem Thema äußern, zu dem wir nicht zuständig sind. Wir sollen uns zu einem Thema äußern, mit dem sich der zuständige Bundeswirtschaftsminister sachgerecht und, wie wir wissen, problembewusst beschäftigt. Wir sollen uns zu einem Thema äußern und damit zusätzlichen unnötigen Verwaltungsaufwand produzieren. Also insgesamt ein typischer AfD-Antrag, den wir natürlich auch ablehnen werden. Vielen Dank. Als nächstes für die Fraktion der Freien Demokraten Olli Stierberg aus Offenbach.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist in der Tat ein typischer AfD-Antrag. Da ist alles drin: Eurobashing, Empörungshysterie, Ängste schüren und ganz wichtig, keine vernünftige Lösung. Ein ziemlich übles Gebräu, so wie Ihre ganze Partei. Klar, es ist immer einfach, Bürokratiemonster und so, Europa zum Sündenbock zu machen. Aber viele europäische Regelungen, Herr Lambrou, machen Bürgern und Unternehmen das Leben einfacher. Gerade im Arbeitsschutz oder bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber von Europa. Und da mag man sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, über Einzelregelungen in der Balance streiten. Aber die Zielrichtung harmonisierter Regelungen ist und bleibt richtig. Ohne Harmonisierungen kein funktionierender Binnenmarkt. Ihr Antrag richtet sich daher nicht gegen eine vielleicht fragwürdige Regelung. Sie legt die Axt an am europäischen Binnenmarkt. Und, liebe Kollegen der AfD, Sie sind auch das Gegenteil einer Rechtsstaatspartei, wenn Sie jetzt fordern, das Urteil, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der für die Auslegung des europäischen Rechts zuständig ist, nicht umzusetzen. Das ist im Prinzip der Aufruf zum Rechtsbruch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das eigentliche Problem übersehen Sie in Ihrem Antrag. Und das ist: die der Entscheidung zugrunde liegende Richtlinie stammt in der Urfassung aus dem Jahre 1993. Und damals hat sich noch niemand mit Arbeit 4.0 auseinandergesetzt. Das ist kein Vorwurf an Europa, das ist so, das ist eine Feststellung. Heute sind viele Bereiche der Arbeitswelt geprägt von Homeoffice, flexiblen Arbeitszeitmodellen bis hin zur Vertrauensarbeitszeit. Hierfür gibt es aber in der aktuell gültigen Richtlinie leider keine klaren Regelungen. Also muss es doch die Aufgabe der Politik, also des Europäischen Parlaments und des Rats sein, die europäischen Regelungen fit für die digitale Agenda, für das digitale Arbeiten zu machen. Hier liegt aus Sicht der Freien Demokraten Handlungsbedarf. Dann kann gesetzlich auch die Frage der Arbeitszeiterfassung mitgeregelt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der EuGH kann aber nur die Vereinbarkeit nationaler Regelungen mit bestehenden europäischen Regelungen prüfen bzw. auslegen. Das Urteil vom 14. Mai 2019 ist mit Blick auf die spanischen Vorschriften folgerichtig. Aber welche Konsequenzen entstehen nun für Deutschland? Nach dem Urteil des EuGH wissen wir, dass Regelungen eines Mitgliedstaates, die nach ihrer Auslegung durch die nationalen Gerichte die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann, dem EU-Recht entgegenstehen. Und somit ist das deutsche Recht unter Einbeziehung der Tarifverträge zu prüfen. Und § 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz lautet: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Absatz 7 eingewilligt haben. Die Nachweise sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Der Schluss liegt nahe, dass die deutsche Regelung dem Erfordernis des Europäischen Gerichtshofs entspricht. Insofern ist für Ihren Anti-Europa-Empörungsantrag eigentlich die Luft raus, werte Kolleginnen und Kollegen der AfD. Lassen Sie mich zum Schluss auch als digitalpolitischer Sprecher der Freien Demokraten nochmals einen dringenden Appell zur Neuregelung der EU-Richtlinie, aber auch der Überarbeitung des deutschen Rechts aussprechen. Europa will digitaler werden und muss Digitalisierung gestalten. Das betrifft dann aber auch die Regelungen zum Arbeiten 4.0. Es ist hier keine bürokratische Überregulierung, wie Sie das so behaupten. Es ist schlichtweg keine moderne Regelung, die wir haben. Machen wir also Europa besser, statt es schlecht zu reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stirk. Das war eine Punktlandung. Als Nächstes für die Fraktion der GRÜNEN
Kollege Felix Martin. Danach kommt zur Vorbereitung jetzt schon gesagt Kollege Decker. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem eine spanische Gewerkschaft, das wurde eben schon angesprochen, vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt hatte, hat diese ein Urteil gefällt, nachdem alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Zukunft verpflichtet sind, alle täglichen Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten präzise systematisch zu erfassen. Bislang galt das nur für Überstunden. Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass ohne ein solches Zeiterfassungssystem weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der Überstunden objektiv und verlässlich ermittelt werden könnten. Deutschland ist nun aufgefordert, dieses Urteil auch in nationales Recht umzusetzen. Dabei räumt der EuGH allerdings allen Staaten erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten ein. Durch die jeweiligen Tätigkeitsbereiche, Eigenheiten und auch die Größe der Unternehmen können dabei entsprechend berücksichtigt werden. Jetzt fordert die AfD mit ihrem Antrag, man möge die EU-Überregulierung stoppen und hessische Unternehmen vor übermäßigem Bürokratieaufbau schützen. Dabei schreibt der Europäische Gerichtshof gar nicht vor, wie genau denn die Zeiterfassung überhaupt erfolgen soll. Bei meinem Ausbildungsbetrieb, einer Sparkasse, hatten wir noch ganz klassisch in einigen Filialen eine Stechuhr. Manche Filialen hatten einen Computer, an dem man sich einfach morgens ein- und abends wieder ausloggen konnte. In meinem Regionalbüro arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die benutzen ein Papier und schreiben einfach morgens auf, wann sie gekommen sind und abends, wann sie gegangen sind. Der Mitarbeiter unserer Partei, der im gleichen Büro arbeitet, hat eine Excel-Tabelle, wo er das reinschreibt. Meine Damen und Herren, es ist doch wirklich lächerlich zu behaupten, dass das ein übermäßiger Bürokratieaufbau wäre, einmal am Tag auf ein Blatt Papier zu schreiben, wann ich gekommen bin und wann ich wieder nach Hause gehe. Und meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag fordern Sie, der Herr Kollege Bolldorf hat eben etwas anderes gesagt, aber in Ihrem Antrag fordern Sie, ich verlese es auch gerne noch einmal, die Landesregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene darauf hinzuwirken, mit allen Möglichkeiten, bla bla, dass das gefällte Urteil vom Europäischen Gerichtshof nicht umgesetzt wird. Sie fordern, dass die Landesregierung ein Gerichtsurteil untergräbt, dass sie es schlicht ignoriert, dass sie von der Bundesregierung verlangt, sie sollte dieses Urteil nicht umsetzen. Das ist ja auch mal ein spannendes Verhältnis zum Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Ich jedenfalls erwarte von einer verantwortungsvollen Bundesregierung, dass sie jedes Urteil, ganz egal, ob es ihnen gefällt oder nicht, vom Europäischen Gerichtshof auch in nationales Recht umsetzt. Und ich erwarte von einer verantwortungsvollen Landesregierung, dass sie die Bundesregierung dabei nicht behindert, sondern sie unterstützt. Genau das passiert, und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Das Präsidium hat eben ein bisschen gezuckt, als ein Zwischenruf kam, die EU sei kein Rechtsstaat. Ich habe das Gefühl, wir haben das nur falsch gehört. Kollege Decker hat das Wort. Wir haben auch nicht gehört, dass von der Regierungsbank dazwischen gerufen wird. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will jetzt an der Stelle gar nicht weiter auf die Anti-Europa-Haltung der AfD eingehen. Das hat der Kollege Stürbeck schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich will den Antrag mal aus einer Sicht derer beleuchten, um die es hier eigentlich geht, nämlich aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da bin ich über den Antrag dann auch doch schon sehr erstaunt. Ich weiß nicht, ob Sie es durchdrungen haben, ob Sie sich dabei Gedanken gemacht haben, wie Sie den Antrag verfasst haben, aber es entsteht der Eindruck, dass Sie dafür eine weitere Liberalisierung der Arbeitnehmerrechte sind und der Arbeitszeitregelung und eine weitere Liberalisierung der Wirtschaft, meine Damen und Herren. Das steckt im Grunde genommen dahinter. Und zum anderen erstaunt mich, dass Sie genau das an einer anderen Stelle immer dann, wenn Sie es brauchen, geiseln. Und hier geben Sie dem Ganzen Vorschub. Und meine Damen und Herren, Sie wollen doch hier nicht ernsthaft behaupten, dass durch eine solche Regelung der Wirtschaftsstandort Hessen ernsthaft gefährdet wäre. Das glaubt Ihnen an der Stelle kein Mensch durch Zeiterfassung. Das kann es doch gar nicht sein. Und wenn ich mir den letzten Satz Ihres Antrags angucke, da steht doch tatsächlich, dass Sie die Schutzmacht der Wirtschaft sein wollen, also nicht der Arbeitnehmer. Und ich dachte immer, Sie wollen die Partei des kleinen Mannes und der kleinen Frau sein. Nein, einmal mehr zeigen Sie, dass Sie das genau nicht sind an der Stelle. Das heißt, auch hier
Meine Damen und Herren, auch hier klafft eine erhebliche weitere Lücke im sozialen Verantwortungsbewusstsein. Und man muss es Ihnen immer wieder sagen an der Stelle, Sie kommen so charmant um die Ecke, und dann enttarnen wir Sie mit einem weiteren Punkt. Ich sage Ihnen ganz klar, und ich glaube, da habe ich eine Mehrheit dieses Hauses hinter mir, wir sind dagegen. Arbeitszeitgesetzgebung darf nicht dem Zeitgeist geopfert werden, meine Damen und Herren. Und wissen Sie auch warum? Wissen Sie auch warum? Weil es nämlich die Arbeitnehmerrechte schützt. Das ist der Schutz vor Gesundheit, es ist der Schutz vor überbordender Arbeitszeit, Höchstgrenzenregelungen, es ist die Klarregelung, wie Ruhezeiten auszusehen haben, meine Damen und Herren. Und da, wo mehr Kontrolle nötig ist, wollen Sie sie aufweichen. Wissen Sie, die Erfahrung des Mindestlohngesetzes hat übrigens, Sie waren ja vor ein paar Jahren noch gegen die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, fällt mir gerade ein an der Stelle. Und ich sage Ihnen, das hat gezeigt, wie wichtig es ist, weil nämlich die Arbeitgeberseite findig ist, um Arbeitszeiten zu umgehen. Und da, wo eigentlich mehr Kontrollen nötig sind durch Zeiterfassung, wollen Sie das offenbar abschaffen. Ich weiß nicht, wollen Sie tatsächlich dem Missbrauch Tür und Tor öffnen? Ich konnte es mir bisher nicht vorstellen, aber einmal mehr ist es so. Tut mir leid, muss man feststellen. Und ich sage Ihnen an der Stelle ziemlich deutlich, wir wollen nicht keine weitere Entgrenzung hier von Arbeitszeit. Wir wollen auch keine weitere Arbeitszeitverdichtung. Das wollen wir einfach nicht. Und Flexibilisierung von Arbeitszeit im vernünftigen Maße, ja, hat ja schon weitestgehend stattgefunden. Ein Erfordernis an die moderne Wirtschaft, völlig klar. Aber wir wollen das nicht überziehen, meine Damen und Herren. Und es darf keine ausufende Flexibilisierung geben. Und Ihr Antrag bereitet dem Tür und Tor. Ich weiß nicht, ob Sie es durchdrungen haben. Ich weiß nicht, was haben Sie sich dabei gedacht? Also ich frage mich, dass gut, aber das müssen Sie entscheiden, wie Sie dann da draußen dastehen. Ich habe das Gefühl, es war Ihnen nicht klar. Ich sage Ihnen noch einmal, wenn es darum geht, gerade kleine und mittelständische Betriebe zu unterstützen, Support zu geben, um auch durch die Zeiterfassung nicht überbordend belastet zu werden, jederzeit gerne. Können wir machen. Können wir darüber reden. Ist auch Aufgabe des Staates, da sich etwas einfallen zu lassen. Aber ich sage ganz klar ein klares Nein zur Aufweichung der Arbeitszeitregelung und ein klares Nein zur Aufweichung von Arbeitnehmerrechten. Das machen Sie mit uns nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Frau Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren das Urteil des EuGH zur Erfassung der Arbeitszeit. Ich will deutlich machen, dieses Urteil ist zunächst einmal eine Stärkung der Beschäftigten, und es ist ein gutes Signal gegen ausufernde Arbeitszeiten, meine Damen und Herren. Weil viele Menschen sind auch mit schwankenden und kaum planbaren Arbeitszeiten konfrontiert. Und gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen und über neue technische Möglichkeiten, dann ist das doch eine noch größere Herausforderung. Die tatsächlichen Arbeitszeiten weichen nicht selten von dem ab, was im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Schicht- und Wochenendarbeit nimmt zu. Jeder sechste Beschäftigte arbeitet mittlerweile im Schichtdienst. Viele Beschäftigte sollen rund um die Uhr verfügbar sein, immer erreichbar am besten. Und wenn flexibel gearbeitet wird, dann richtet sich die Arbeitszeit meist nach den Belangen des Betriebes und weniger am Bedarf der Beschäftigten. Wir erleben eine Entgrenzung von Arbeit, und das ist dringend notwendig, dass hier ein Schutz aufgebaut wird für die Beschäftigten, um sie vor überlangen Arbeitszeiten und einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zu schützen, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir eine Begrenzung des Arbeitstages, weil zu lange und flexible Arbeitszeiten der Gesundheit schaden und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschweren. Eigentlich bräuchten wir eine Verkürzung von Arbeitszeit, damit die Arbeit gerechter verteilt wird und die enormen Produktivitätsfortschritte der letzten Jahre auch allen Menschen zugute kommen. Aber für all das muss die Arbeitszeit eben überhaupt erst einmal erfasst werden. Und da hat der EuGH mit seinem Ansinnen doch durchaus recht. Hier geht es um die Stärkung von Arbeitnehmerinnenrechten, denn der Entgrenzung von Arbeit muss ein Riegel vorgeschoben werden, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihr Gespräch nicht stören, aber ich hörte nicht. Gut.
Das ist ja auch gute gelebte Praxis, die Arbeitszeiterfassung in tarifgebundenen Unternehmen. Und mit dem Urteil wird es zu einem gesetzlichen Anspruch für alle Beschäftigten. Und die Bundesregierung steht jetzt natürlich in der Pflicht, das Urteil zügig umzusetzen. Und dass die AfD hier auffordert, das Urteil einfach nicht umzusetzen, das finde ich, zeigt schon das Verständnis, das die AfD offensichtlich hat. Außerdem müssen jetzt, und das ist auch das Gute an dem Urteil, dass jetzt alle umgekehrten Pläne, nämlich z.B. diese Debatte um die Abschaffung der Dokumentationspflicht beim Mindestlohn begraben werden müssen. Das hat man ja insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium immer mal wieder gehört. Und Schutzgesetze für Beschäftigte wie das Arbeitszeitgesetz dürfen nicht weiter im Interesse von Arbeitgebern aufgeweicht werden. Auch das ist eine gute Begleiterscheinung dieses Urteils. Und jetzt schreit die AfD Bürokratie, Bürokratie. Ich will nur festhalten, dass das, was Sie als Bürokratiemonster bezeichnen, hier geht es um Regulierung, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Darum geht es. Es geht auch darum, Familien zu schützen. Sonst tragen Sie ja den Begriff der Familie immer wie eine Monstranz vor sich her. Bei entgrenzten Arbeitszeiten haben Sie da offensichtlich kein Problem. Und ich sage auch mal so, meine Güte, wer ein Unternehmen führt, der muss halt Vorgänge festhalten. Das ist eben so. Und dazu braucht man braucht selbstverständlich eine Buchführung. Das hinterfragt doch auch keiner. Ja? Also ich meine, bei der Fahrtkostenabrechnung, die Sie vermutlich auch jeden Monat machen, da schreien Sie doch nicht auch Bürokratiemonster, da muss ich ja überall aufschreiben, wie lange ich gearbeitet habe und wo ich war. Schreit doch auch keiner. Und, natürlich ist es überhaupt keine Schwierigkeit, Arbeitszeit zu erfassen. Es ist einfach in so vielen Unternehmen gang und gäbe. Es ist technisch kein Problem. Und ich sage mal so, also wer ernsthaft es nicht schafft, festzuhalten, wie viel Arbeitszeit er von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin vereinnahmt hat, meine Damen und Herren, wer das nicht schafft, der sollte auch kein Unternehmen führen. Also das ist doch nicht so, dass das ein gigantischer Aufwand wäre, der nicht zu bewerkstelligen ist. Und ich füge hinzu, wer nicht in der Lage ist, vernünftige Anträge zu schreiben, der sollte es am besten lassen. Und das gilt auch für diesen schlechten Antrag der AfD. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung, Herr Staatsminister Kai Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Worum es in dem Antrag geht, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist der Anlass für diese Debatte. Was macht der Europäische Gerichtshof in diesem Urteil? Er macht das, was sein Job ist. Er sagt uns, wie die Arbeitszeitrichtlinie und wie die EU-Grundrechtecharta auszulegen sind. Danach müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichten, für Arbeitszeiterfassungssysteme zu sorgen, mit denen die tatsächliche tägliche Arbeitszeit dokumentiert wird. Ganz einfach. Was ist Grundlage dafür? Die EU-Arbeitszeitrichtlinie, wie die allermeisten Regelungen der Europäischen Union, sorgt sie für richtig Gutes. Sie gewährleistet faire Arbeitsbedingungen, sie schützt die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und sie verpflichtet zur Einhaltung der in der EU-Grundrechtecharta verbrieften Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Bundesregierung sagt jetzt, eine endgültige Einschätzung der Folgen und Auswirkungen dieses Urteils können wir erst nach gründlicher Prüfung der EuGH-Entscheidung machen, weil der EuGH den Mitgliedstaaten ausdrücklich Ermessensspielraum eingeräumt hat. Was Sie aber fordern, meine Damen und Herren, das ist, die europäische Rechtsprechung zu ignorieren. Das ist relativ einfach, steht auch unverblümt in Ihrem Antrag drin. Sie schreiben, damit das Urteil des EuGH nicht umgesetzt werden muss. Das sagt jetzt viel über Ihre Haltung zum Rechtsstaat und zu völkerrechtlich verbindlichen Verträgen. Es sagt viel über Ihre Haltung zur Europäischen Union aus. Ich kann Ihnen aber sagen, wir teilen diese Haltung ausdrücklich nicht. Und Sie unterschlagen auch völlig, dass die Aufzeichnung der Arbeitszeiten in Unternehmen längst die Regel ist. Bei 80% der Beschäftigten wurden 2015 Arbeitszeiten erfasst. Ja.
Die Erfassung der Arbeitszeit ist für Unternehmen schon immer ein zentrales Werkzeug des gesamten Wertschöpfungsprozesses, weil sich so die Lohnkosten feststellen lassen. Es geht um Arbeitsorganisation, es geht um Kalkulation. Das hatte schon immer eine wesentliche unternehmerische Bedeutung und ist nichts Neues, was plötzlich vom Himmel fällt. Die Dokumentation von Arbeitszeit ist längst ein wesentlicher Aspekt verantwortlicher Unternehmensorganisation. Deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Unternehmen, deren Schutzmacht sie angeblich sein wollen, sich sehr dagegen wehren würden, von ihnen in diesem Sinne instrumentalisiert zu werden. Und natürlich ist es auch so, Herr Kollege Stirböck hat darauf auch schon hingewiesen, die Digitalisierung der Arbeitswelt erleichtert die Dokumentation betrieblicher Daten doch noch einmal zusätzlich. Es gibt längst eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie Arbeitszeiten sinnvoll erfasst werden können. Wir haben ja auch schon Beispiele gehört im Laufe dieser Debatte. Und diese Methoden der Arbeitszeiterfassung, die entsprechen längst den Anforderungen, die auch im EuGH-Urteil formuliert werden. Insbesondere smarte digitale Lösungen zur Erfassung der Arbeitszeiten ermöglichen ein verlässliches System, das überhaupt keine neue Bürokratie schafft, gerade auch für kleine Unternehmen und insbesondere für mobile und flexible Arbeitszeitgestaltung. Deshalb das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dient dem Arbeitnehmerinnenschutz. Es ist dem Interesse fairer Arbeitsbedingungen verpflichtet. Es sorgt für Sicherheit, es sorgt für die Gesundheit und die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, und es nutzt so auch den Unternehmen. Das Land Hessen erkennt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs selbstverständlich an. Ende der Durchsage. Vielen Dank. Kollege Bolldorf hat sich noch einmal für die AfD gemeldet. Er hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will die Zeit nicht strapazieren. Ich habe, glaube ich, noch zwei, drei Minuten. Ich glaube, ich habe auf einer anderen Veranstaltung gesprochen vorhin. Was hier vorgetragen wird, dient doch nur dem Zweck, die AfD zu diskreditieren. Was Sie als Argument, lassen Sie mich ausreden, was Sie als Argument hier vorgetragen haben, ging völlig am Thema vorbei. Sie müssen mal genau lesen, was wir, beantragt haben. Es ist völlig klar, dass das Urteil einzuhalten ist. Das habe ich gesagt. Das steht auch drin. Der Europäische Gerichtshof hat nicht umsonst keine Fristen gesetzt, weil schon klar ist, dass hier nationale Interessen irgendwo auch eine Rolle zu spielen haben. Und ich habe mit Handwerkern gesprochen, mit kleinen, mit dem Dachdecker und mit dem Malermeister. Die waren völlig verzweifelt, was jetzt letztendlich auf sie zukommt durch elektronische Zeiterfassungssysteme und ähnlich, was sie letztendlich betrifft. Nein, das haben sie eben nicht. Und auch ich beispielsweise bin auch Arbeitgeber. Ich habe auch keins, um das nur einmal deutlich zu sagen, und war auch bisher nicht aufgefordert, ein elektronisches Zeiterfassungssystem einzuführen. Wir haben lediglich, wollten mit unserem Antrag vortragen, dass die Bundesregierung oder wer auch immer, die ja angeblich auch in Gesprächen sind. Wenn doch alles so sicher ist, braucht man auch die Gespräche der Bundesregierung und des Wirtschaftsministers nicht. Und wir haben lediglich vorgeschlagen, dass versucht wird, unsere Vorstellungen von Arbeitszeitregelungen, nicht die der AfD, sondern das gültige Recht, das geltende Recht in Deutschland, entsprechend so anzupassen, dass es auch unseren Erfordernissen genügt. Und keinesfalls, da wehre ich mich auch, Herr Bellino, da wehre ich mich auch dagegen, dass mir unterstellt wird, ich würde hier zum Rechtsbruch aufrufen. Vielleicht, weil Sie geguckt haben. Das steht eben nicht drin. Es steht drin, es steht drin, dass hier die Landesregierung gebeten wird, gut, da steht aufgefordert drin, das war ein Fehler, dass die Landesregierung gebeten wird, ihren Einfluss geltend zu machen innerhalb der vorgegebenen Fristen, sich an unseren nationalen Interessen zu orientieren. Und ein Letztes, was mich betrifft, ich denke, von meinem Lebenslauf her bin ich über jeden Zweifel erhaben. Ich war 18 Jahre Bürgermeister
50 Berufsjahre im öffentlichen Dienst. Ich glaube kaum, dass man mir vorwerfen kann, ich würde zum Rechtsbruch aufrufen. Also, das ist sicher nicht der Fall. Ein Letztes, was ich noch sagen wollte. Ich habe mich sehr gewundert, Herr Stirböck, was Sie hier vorgetragen haben. Da habe ich mir überlegt, Sie haben ja völlig an der Sache vorbeigeredet und auch inhaltlich überhaupt nichts vorgetragen. Und ich habe über das Motiv nachgedacht. Spricht eigentlich, Herr Ruck, nicht für die liberale Haltung der FDP. Ich habe über das Motiv nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Herr Stirböck in seinem Vortrag, der überhaupt sachlich mit meinem Vortrag nichts zu tun hatte, sich orientiert hat, dass oben die Empore voll war mit Schülerinnen und Schülern und dass Sie hier erreichen wollten durch Ihren Vortrag, dass der AfD eine europafeindliche Haltung vorgeworfen wird. Das ist sicher, nein, das ist nicht der Fall. Das weise ich zurück. Wir haben Probleme und sehen differenziert die EU, aber ein klares Ja zu Europa. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich noch einmal für die GRÜNEN der Kollege Martin gemeldet. Er hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Versprochen geht ganz schnell. Herr Kollege Bolldorf, nicht dieses Parlament diskreditiert Sie. Ihr schlechter Antrag tut es ganz alleine für Sie. Und ich habe Ihnen sehr genau zugehört, eben und auch davor. Und Sie haben tatsächlich nicht dazu aufgerufen, das Recht zu ignorieren. Aber Ihr Antrag tut es. Sie haben eben angefangen, Ihren Antrag zu zitieren, haben aber falsch aufgehört. In Ihrem Antrag steht, ich habe es eben schon einmal gesagt, ich wiederhole es noch einmal, der Minister hat auch darauf hingewiesen, die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass das Gerichtsurteil nicht umgesetzt werden muss. Was ist das denn anderes, als das Gerichtsurteil zu ignorieren, meine Damen und Herren? Und wir haben auch gehört, und deswegen ging die Rede des Kollegen Stirböck auch nicht am Thema vorbei, warum Sie denn eigentlich diesen Punkt einbringen. Herr Kollege Bolldorf, der Antrag geht ja in den Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss. Ich habe Sie da noch nie gesehen. Ich werde Sie wahrscheinlich auch beim nächsten Mal da nicht sehen. Sie sind leider nämlich gar kein Mitglied, sondern Sie sind Mitglied des Europaausschusses, wenn ich da richtig informiert bin. Und insofern ist das ja wohl auch eindeutig die Thematik, um die es geht. Es geht darum, irgendwas von Europa ist wieder schlecht für die Bürger. Ich glaube, das gesamte Parlament, von denen, die sich an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern orientieren, bis zu denen, die eher auf der Seite der Arbeitgeber stehen, hat Ihnen deutlich gezeigt, dass das Unsinn ist. Und damit ist wirklich alles gesagt. Meine Damen und Herren, es ist vorgesehen, dass dieser Antrag zur weiteren Beratung an den SIA überwiesen wird. Dann verfahren wir so.